Heute haben wir ein Full-Icon-SBB im Mystery-Ball-Modus am Start. Und ich denke, da wird es wieder einige, viele fette Discards haben. Full-Icon kann eigentlich nur schief gehen. Lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da auf diesem Kanal. Und vorerst werden wir unser Basis-Icon-Upgrade öffnen, um zu schauen, wer unser Captain heute wird. Und wir gehen direkt rein mit einem Stat-Reveal. Jetzt angezeigt werden, Torwart, Bro. 87 Positioning. Und jetzt bis wir auf ein geiles Brett hoffen. Auf so ein Pandasa. Bitte nicht Schmeichel. Ich habe Schmeichel als SBC. Es wird schlecht, oder? Das ist der größte Bruch in der Geschichte. Wie kann man denn Duplikat Schmeichel ziehen? Ohne Sinn, ehrlich. Wen hast du gezogen? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Und ich habe natürlich auch einen Partner zu dem SBB mitgebracht. Ensa, was geht? Was geht ab, Freunde? Wie geht's euch? Ich hoffe, alles gut. Freut mich auf jeden Fall wieder am Start zu sein. Heute ein bisschen krank. Heul nicht. Aber wird ein geiles SBB. Lass nochmal ein Like und lass nochmal ein Abo da. Und ich würde sagen, Tafel ist drin. Okidoki. Ich spiele als linker Flügel eine Icon-Karte. Die ist underrated, Bro. Also ich finde die ehrlich geil. Barnes, krasser Schuss, 4-4. Ja. Und auf rechten Flügel, ja, darauf wirst du niemals kommen. Eigentlich Stürmer, aber da wir Schmeichel haben, habe ich auf dem rechten Flügel Mia Hamm. Ach man, ja, Digga, wie soll man denn darauf kommen, dass Hamm auf dem Flügel ist, ja, ne? Ja, Bro, Hamm heißt die? Hamm. Ich sag gerade Hamm. Hamm, ja, Digga, wieso packt man Hamm auf den rechten Flügel? Ja, Bro, weißt du, weil ich nicht einen Sturm spielen kann, dachte ich, okay, die Frau Hamm spiele ich auf dem rechten Flügel, deswegen, ich halt rein. Nee, es ist zwar komisch, sie mitzunehmen auf dem rechten Flügel, aber es ist noch komischer, sie aufzuschreiben, oder? Also mein Kopf macht gerade. Ich hab Hamm aufgeschrieben. Was laberst du? Ne? Hamm und Pires. Wie aufgeschrieben? Ja, ja, Hamm aufgeschrieben. Raus damit. Torwart. Niemals, Digga, du darfst doch scheiße. Nein, Hamm und Pires, du kannst zwei Bronze. Also, du kannst zwei Bronze schon spielen. Oder was? Junge, ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr auf. Was ist das? Digga, ist das super. Du nervst. Das ist so geil. Digga, ich hab schon reingehalten, ne? Ja, ich weiß. Modis macht da irgendwas. Junge, geistkrank, was ein Dreck. Okay, ich füge ein, ne? Ja, so ein Scheiß. Wie kann man Hamm auf rechten Flügel erraten, Alter? Ja, passt. Ich hab Auri links, Thunderstruck Icon, 3 Millionen Münzen wert und rechts David Beckham. Ja, kannst beide da. Wen hast du? Scheiße, Junge, Barnes und Luis Figo, Mann. Ja, let's go. Ich wollte so gerne Hamm spielen und er fuckt mich einfach ab, Alter. Wir kennen's mit dem Mann. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Kommen wir auch schon zum Mittelfeld, meine Freunde. Und ich sag ehrlich, ich bin confident mit meinen Spielerwahlen hier auf der Tafel. Ich sag ehrlich, der und der, die gehen alle drei heute schlafen. Ja, ich sag, keiner geht schlafen. Ernst. Echt? Ich sag, heute geht keiner schlafen. Jo, ich bin so krank und du fuckst mich einfach ab, ne? Wie kannst du mir, ich komm immer nicht drauf, kannst du mir Hamm getroffen hast? Ja, vielleicht weiß ich mir Hamm und nicht Hamm. Ja, okay, Hamm. Ich hab Pirlo, Haji und Xabi Alonso. Und Pirlo geht schlafen. Ach, halt, Digga, ich schwör auf alles. Ich komm nach Hamburg und setz dich auf diesen Hamburger Dom gleich, Alter. Ja, Pirlo rundet Matthäus, hab ich aufgeschrieben. Unlos, Mann. So eine Scheiße. Hast du Xabi Alonso? Mhm. Ja, ich schwöre, ich wollte Matthäus eigentlich wegschreiben, Xabi Alonso noch aufschreiben. Glück für dich. Geil. Ich halt rein. Fand das scheiße. Ja, dann kannst du einen leider haben, weil ich habe auch Xabi Alonso. Dann habe ich Steven Gerrard. Ich habe extra nicht so auffällige genommen. Und Michael Ballack. Bro, ich schwör's dir, du wirst geschlagen. Hast du gerade Puse aufgeschrieben? Junge, ich bin in jedem SBB Hulit oder Matthäus und er hat einfach gar keinen davon. Wen hast du aufgeschrieben? Hulit, Pirlo, Matthäus, Junge. Wir haben genau dieselbe aufgeschrieben, hä? Okay, wichtig. Ballack, Xabi Alonso. Ja, ich hab Copy-Paste gemacht. Ja, ich bin sehr gespannt, was die drei da können. Das sind nicht so teure Karten. Aber was hier ist, kann ja auch werden. Wir gehen in die Verteidigung zu den Außenverteidigern. Also, was soll ich euch sagen? Direkt zwei Bronze-Karten und ich treffe immer noch nichts. Ich glaube, Jen guckt irgendwie mein Bildschirm an. Ich weiß aber nicht wie. Ich sag aber auch ehrlich, diesmal könntest du welche haben. Vielleicht sogar beide. Ich habe rechts Philipp Lahm. Gehe auf jeden Fall weiter mit der deutschen Ära. Und links sehr auffällig. Weil ich glaube, viele, also ich glaube, wir beide nehmen den mit, weil wir beide keinen Linksverteidiger haben. Ich habe Maldini. Oh. Mach einfach weiter, bitte. Ja, okay. Mach einfach weiter, Junge. Ja, okay, ich halt rein. Hört sich gut an da drüben die Lage. Ja, okay. Linksverteidiger.
Cole. Okay. Rechtsverteidiger Puyol. Nein! Maldini Lahm, du hast beide behalten. Aber wie schlecht von mir. Geil! Einmal im Leben nichts erwischt, Junge. Ja, jetzt geht es zu den Verteidigern und zum Torwart. Finale, meine Freunde, was soll ich euch erzählen? Ich bin confident für die letzten drei Picks. Ich sag ehrlich, ich bin gar nicht so confident, weil das viel zu auffällig ist, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich sag, du triffst mindestens zwei. Ich habe Maldini, ich habe Nesta und Yashin. Nein! Der letzte, Bro. Warum hast du Yashin? Ich habe Vidic als unauffälligen, da ist Nesta und dann natürlich Maldini, Bro. Raus damit. Ja, ich schwöre, ich kollabiere gleich. Aber Schmeichel im Tor. Also darfst du deinen Bauch behalten. Hast du Schmeichel aufgeschrieben? Ja, Schmeichel, Maldini, Vidic. Kannst du mir aber sagen, bitte, wie dumm du bist? Ja, ich hab's gerade auch gemerkt. Schmeichel zum Sturm. Dafür bist du eigentlich ein Bronzespieler spielen, doch. Ich schwör, da hätte ich safe Yashin aufgeschrieben, ne? Ich hätte safe Yashin aufgeschrieben, hätte ich daran gedacht. Ich hatte rein. Ja, okay. Ich mach weiter. Ich könnte safe gehen, aber ich versuch's jetzt einfach mit Matthäus. Dann hab ich Nesta, wie du. Und im Tor habe ich noch nicht gekauft, weil ich glaube, dass du darauf kommen kannst. Ika Casillas. 2 von 3, Junge. Matthäus und Casillas, oder was? Junge, gut. Nesta, Casillas und Maldini. Ja, okay. Ich sag ehrlich, wenigstens Matthäus. Kann ich mit leben. Wie gut, ja, ich bin mit deinem 1,40 Matthäus in der Innenverteidigung, Alter. Stürmer im Tor? Ja, natürlich, Junge. Okay, ich zerbomb dich. Hast du 3 Bronze oder 2? 3. 2, ich werde dich trotzdem auseinandernehmen. Leute, ihr seht, ihr seht die Teams im Hintergrund. Wir gehen ins Spiel, let's go. Ich habe einen Stürmer im Tor und einen Torwart im Sturm. Optik mal her, was du da hast. Bronze Innenverteidigung, Bronze ZM und 2 Torhüter. Oder du kannst gar keine Tore schießen, du hast 2 Torhüter im Sturm. Also sorry, das bringt dir ja mal gar nichts, dass ich da Bronze in... Ne? Stürmer, weißt du, wie gut Schmeichel ist? Weißt du, wie du operierst? Ach, kacke, ich bin ja Mystery Ball. Deswegen, Alter, das ist eigentlich relativ egal. Ist das? Infoboost, Junge. Du Scheiße. Barnes! Schmeichel! Ey, mein... Dänische Schwarz! Mein Bronzenverteidiger, hä? Was mit dem? Oh, ja! Alter! Ja! Nein! Oh mein Gott! Oh, ja! Was macht er? Nein! Ori ist so gut. Junge, Ori ist so gut. Ori ist so gut. Ori ist so gut. Den knallt auch einfach richtig respektlos rein, ne? Alter, das ist schön. 1-1. Im Mystery Ball erst 1-1 in der 25. Das ist auch ein Ding. Oh mein Gott. Nein. Ist das Er hält ihn! Ja, Digga. Das ist Macher, Digga. Willst du von mir? Ich schwör, Digga. Oh. Ich kann das alles nicht mehr. 2-1 in der 60. Das macht keinen Sinn. Bitte! Ja! Fick das Spiel, Digga. Ich schwör, so ein Scam. Und das sind die zweite. Das ist krass. Uli, was ist das für ein Mystery Ball? 4-2 in der 80. Hä? Alonso! Oh, mal zwei. Nein. Nein. Oh mein Gott, wenn dir das noch einmal. Plus 3, du Hund, letzte Aktion, plus 3, oh mein Gott. Ich kann das nicht, ne? Bitte nicht. Ich bin der Motherfucker in diesem Spiel. Junge, ich hab geschossen mit Haji, ne? Er kommt so gut an. Das ist so ein Scheiß-Tor. Ich mach jetzt Anschluss, dann ist es vorbei. Plus 3. Ja, schön, Digga. Er gibt einfach plus 3. Das ist doch das Schlimme, wie das Tor entstanden ist. Du weißt das gar nicht so. Wie gut. Ein Discard, ich sage ehrlich, das ist komplette Verarsche, aber wir gehen zum Discard. Kommen wir zum Discarden, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Normalerweise hätte ich 2 Discards jetzt gehabt, ne? Ich nutze meine Chancen nicht, er macht so ein scheiß Glückstor, Digga, egal. Ein Discard, hoffen wir einfach, dass es nicht mal Ich halte es nicht lange, Bro. Ich habe 3 gute, Maldini, Matthäus und Ori. Stürmer. Okay. Ich glaube, ich kann damit leben, ich weiß nicht, wie der mal kostet. Oh, weh. 200k, ist auch nicht so geil. 200k schmeckt, Alter, ich schwöre 200k. Ja, das ist halt echt okay. Ich hatte noch günstigere Spieler, es ist Schmeichel geworden, ich habe nichts umgestellt. Ja. Alter. Ich hau den in die SBC. Oh, die wäre geil.
Ja, auch hier war linker Flügel, Matthias LIV, Maldini LV. Aber ich sage ehrlich, ich kann damit leben, aber es ist natürlich nicht das so geilste. Cool. Egal, ich gebe Schmeichel in die SBC. Alright, ja, was soll ich sagen? Schmeichel geht baden. Passt so. Gehen wir ab. Ist weg, der Mann. Das war's vom Video. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr solche krassen Pool-Icon-Mystery-Balls und so weiter und so fort sehen wollt, dann, wie gesagt, liken, abonnieren nicht vergessen, checkt das Rematch bei Ensap und wir sind beide raus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao, ciao.